Der Kaiser hatte mir diesen Morgen diktierte, nachher arbeitete er mit den anderen Herren und verlängerte dann seinen Spaziergang mit ihnen, nachdem sie weggegangen. Folgte ich ihm in die Unterallee. Er war traurig, still. In seinem Gesicht war etwas Widerwill und Ernst. Ja, nun sagte er bei der Rückkehr zum Mittagessen, wir werden Schildwachen unter unseren Fenstern haben. Man mochte mich gerne zwingen, einen fremden Offizier an meiner Tafel in meinem Saal zu haben. Ich soll nicht krass reiten dürfen ohne seine Begleitung. Mit einem Wort, wir sollen keinen Schritte, keine Bewegung machen oder eine Beleidigung als Gesetzte zu sein. Ich sagte ihm, dies sei ein Tropfen Wermut mehr in den bitteren Kelch, den wir auf seinem Ruhm und auf seiner ehemaligen Allmacht zu trinken hatten, dass übrigens sein Stoizismus hinreichend sei. Seinen Feinden so trotzen, die sicher über ihre Rückkehr im Angesicht aller Nationen schamen mussten. Ich wagte zu sagen, die spanischen Prinzen in Valencia, der Papst in Fontainebleau hatten gewiss nichts Jubeliges auszustehen gehabt. Das glaube ich, erwiderte er, die Prinzen in Valencia gingen auf die Jagd. Sie gaben der Bell, ohne auch nur ihre Gefangenschaft in physischer Rücksicht zu ahnen. Achtung und alle gebührenden Rücksichten umgaben sie von allen Seiten. Man hatte den alten König Karl IV. Von Compiègne nach Marseille und von Marseille nach Rom gebracht, so wie er gewollt hatte. Und dabei welcher ein Unterschied zwischen dem dortigen Lokal und dem hiesigen, den Papst in Fontainebleau, was man auch davon in der Welt auszubreiten sich erlaubt haben mag, hatte man ebenso behandelt. Und außerdem weiß ja niemand wie vier Personen. Unerachtet all dieser Annehmlichkeiten, dennoch in diesen Umständen sich geweigert hatten, seine Wächter zu sein, einer Weigerung, die ich nicht überaufnahm, weil sie mir ganz natürlich schien, diese Einstellung in Gedrin, in das Gebiet des Inneren, Sortgefühls und unser europäisches Sitten erfordern, dass sie Macht in der Ära eine Schränkte finde. Er setzte hinzu, dass er für seinen Anteil als Mensch und als Offizier keinen Anstand genommen haben würde, die Bewachung des Papstes zu verweigern, und dass er auch außerdem die Abführung desselben nach Frankreich niemals befohlen habe. Mein Gesicht brückte, mein höchstes Befremden außer. Sie standen darüber für erfreut. Sie wussten das nicht, doch es ist so fair wie manche andere Dinge dieser Art, die sie mit der Zeit erfahren werden. Übrigens sollte man überhaupt die Handlungen des Souveräns, der für das Gesamte handelt, von den Handlungen des Privatmanns unterscheiden, welchen in seinem Gefühle nichts beschränkt. Die Politik erlaubte und befiehlte sogar dem einen, was sehr oft bei dem anderen nicht entschuldigt werden konnte. Das Mittagmahl kam herbei und damit andere Gespräche. Sein Kummer ging vorüber, er wurde wieder heiter. Der Kaiser dachte indessen ängstlich darauf, seine schlechte Route zu verlassen. So mancher
Und Liegigkeiten, auch die neue Wohnung, vermutlich, da ich den Rest meines Abends bei uns in Wirt zubringen wollte, so gab er mir den Auftrag, ihm ein Dossier mit seinen Namen zuzubringen und ihm zu sagen, wie leid es ihm tut, ihm so viel Überlast verursacht zu haben.